Die Glückseligkeit besteht in dem glücklichen Leben und das glückliche Leben im tugendhaften Leben. Die Menschen stellen sich sowohl die Gestalt als auch die Lebensweise der Götter ähnlich ihrer eigenen vor. Ohne Freundschaft möchte niemand leben, hätte er auch alle anderen Güter. Wo der meiste Geist vorhanden ist, gibt es das wenigste Glück. Gott ist entweder Geist oder ein Wesen, das noch jenseits des Geistes steht. Tapferkeit in Verbindung mit Macht führt zu Tollkühnheit. Das Glück gehört denen, die sich selber genügen. Die Ehrgeizigen haben mehr Neigung zum Neid als die, welche vom Ehrgeiz frei sind. Ohne Rechtschaffenheit ist es nicht leicht, in äußerem Glück die Bescheidenheit zu bewahren. Eine vollkommene Freundschaft gibt es nur zwischen guten und an Rechtschaffenheit sich gleichstehenden Menschen. Der Eingebildete überschätzt sich im Verhältnis zu seinem eigenen Wert. Nicht in der sinnlichen Lust besteht das Glück, sondern im Tätigsein im Sinne der Vortrefflichkeit. Alle politischen Geschäfte laufen darauf hinaus, über andere zu regieren. Ein Stück der Freiheit ist aber damit gegeben, dass man abwechselnd gehorcht und befiehlt. Eine gute gesetzliche Ordnung ist nicht da vorhanden, wo die Gesetze gut abgefasst sind, aber nicht befolgt werden. Moralität und Gerechtigkeit aber sind Folgen der Bildung, die der Mensch nur in der bürgerlichen Gesellschaft erhält. Menschen aber, die nicht Herz genug haben, Gefahren trotz zu bieten, sind immer Sklaven derer, welche sie anfallen. Eine zu große Ungleichheit an Jahren zwischen Eheleuten bringt gemeiniglich Uneinigkeit und Missvergnügen hervor. Anfang ist, was selbst notwendigerweise nicht nach etwas anderem ist, nachdem aber ein anderes ist oder entsteht. Überall immer nach dem Nutzen zu fragen, ziemt sich am wenigsten für hochsinnige und wahrhaft freie Männer. Alle Kunst, alle Erziehung darf nur Ergänzung der Natur sein. Schlafe nie mit jemandem, der nicht mit dir auf der Straße erscheinen will. Die größten Tugenden aber müssen die sein, welche den Nebenmenschen am nützlichsten sind. Glück zu vertragen ist nicht jedermanns Sache. Überhaupt aber besteht das Reichsein mehr im Gebrauchen als im Besitzen. Wer Recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben. In Armut und sonstiger Not aber gilt der Freund als die einzige Zuflucht. Das Denken für sich allein aber bewegt nichts, sondern nur das auf einen bestimmten Zweck gerichtete, praktische Denken. Er, der Hochgesinnte, vermag wohl zu tun, scheut sich aber, Wohltaten zu empfangen. Jede Bewegung geschieht in einer Zeit und hat ein Ziel. Ohne Tugend ist es sehr schwer, das Glück auf eine schickliche Weise zu ertragen. Jede Empfindung geschieht dadurch, dass etwas bewegt wird und leidet. Nur wenn die Liebe dem Werte des anderen entspricht, ist jene Gleichheit vorhanden, welche der Freundschaft eigen ist. Die meisten Menschen wollen lieber Zuneigung geschenkt bekommen, als sie schenken.